Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und wir testen jetzt den neuen Stürmer Defoe, in vom Defoe. Und der hat auf jeden Fall von den Werten her das Potenzial, bester oder einer der besten Stürmer zu sein, die ich bisher in FIFA 17 gespielt habe. Absolut geniale Schusswerte. Ich habe ihm jetzt Marksman gegeben. Er hat so schon 90 auf Schuss auf der Karte stehen. Mit Marksman kommt er bei fast allen Werten auf 99. Dribbling ist richtig geil. Er hat jetzt mit dem Champions-League-Style einen Agilitätswert von 94. Und ich denke halt, dass Agilität in meinem Spielstil sehr, sehr wichtig ist. Und ja, ich bin echt gespannt. Es muss natürlich jetzt nicht so sein, dass er das super abgeht. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass er zu den besten Stürmern wird, die ich je gespielt habe in FIFA 17. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich meine, sehr viel schlechter. Ja, genau. Komm, ich spiele mit Rot gegen Schwarz-Rot. Sehr viel schlechter als Lukaku kann er eigentlich nicht sein. Lukaku hat mindestens 3 Tore über Elfmeter gemacht und er hatte trotzdem nur 50% Quote gehabt. Von daher schauen wir mal. Und ja, ich bin einfach nur sehr gespannt auf den Spieler. Aber ich glaube echt, er hat auch den. Ach du Scheiße. Immerhin nur eine Dreierkette, aber guckt euch den Sturm an. Oh mein Gott. Insgesamt natürlich ein mega krasses Team, aber der Sturm auch. Ach du Gott. Oh Gott, das wird schwer. Was wollte ich sagen? Ja, er ist auch Distanzschütze, Defoe. Also mit dem kann man eigentlich alles machen. Von überall schießen. Das ist schon mal sehr geil. So, schauen wir mal. Dass wir hier einen ruhigen Spielaufbau haben. Das war vor allem. Ah, knapp. Wenn er den Tick weiter nach rechts, wenn ich den Tick weiter nach rechts lege, dann klappt das mit dem. Schade. Dann klappt das mit dem Vorbeilegen. Müssen wir natürlich aufpassen. Also, er hat natürlich im Mittelfeld Übermacht. Plus, er hat super schnelle Spieler. Das war ein ultra krasser Pass. Aber klein ist da, sehr schön. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es war der Gegner, oder? Ja. Okay, Konzentration. Jetzt wieder in der Nacht, Samstag. Mal gucken. Wir haben jetzt noch 12 Spiele. Also ich hoffe, dass ich wenigstens noch 2 hinbekomme. Wir maximal 10 machen müssen am Sonntag. Und dann mal gucken, und dann hätte ich bloß 6 Spiele geschafft an dem. Sa Wie zur Hölle hat Diego Costa bitte geschafft, sich da vorbeizusetzen? Das war krass. Schöner Pass von Defoe. Ich kann halt einfach nicht davon ausgehen, dass ich körperlich mich da durchsetzen kann gegen Smalling. Das ist das Problem. Was war denn das? Sehr schön. Schade. Doppelt schade. Boah, schau! Wir müssen aufpassen, der Sturm ist genauso gefährlich, wie ich mir es gedacht habe. Danke, Tschech. Ich gehe mal auf Defensiv, einfach um nicht so ausgekontert zu werden. Ah, oh, ich habe schon gedrückt, ach zum Glück. Um nicht so ausgekontert zu werden. Noch einen Tick straffer aufziehen. Aber wahrscheinlich schlecht aufgezogen, aber war halt auch relativ unplatziert.
Och, hier diese Scheiße, diese Elende wieder los, ey. Wir haben den Ball schon und der Gegner läuft einfach weiter und nimmt ihn wieder mit. Das ist so zum Kotzen, ey. Fuck you, ey. Ich raste aus. Jedes Mal, das passiert so oft in der Premier League. Bin ich denn so blöd oder was, den Ball dann wegzubekommen? Ich drück doch dann immer schon. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir das dauernd passieren würde. Im Gegenteil, also ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal passiert ist, dass der Gegner eigentlich den Ball schon hatte und ich den Ball aber dann einfach wieder bekomme, weil ich weiterlaufe und dann ein Tor schieße. Straff. Fuck. Der mit seinen scheiß Laufpässen auf dieses schnellen Spieler. Smalling ist dran. Wie kann denn bitte schön Smalling Sterling nicht abdrücken? Verstehe ich nicht. Guckt's euch an jetzt. Hier, Smalling ist dran. Er muss ihn doch nur wegdrücken. Er hat einen viel besseren Körper. Nee, er rutscht zurück und geht dann hinter ihn. Fuck. Wieder einfach nur individuelle Klasse. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Official has indicated there will be a minimum of 3 minutes for having time. Oh, ich hab den Ball doch. Eigentlich läuft's gar nicht so schlecht mit der Formation, aber scheiß Dreckstore schon wieder. Das zweite Tor ist einfach nur absolute individuelle Klasse. Ist einfach unlogisch, dass Smalling sich da mit dem Körper nicht durchsetzen kann. Ist absolut Schwachsinn. Und das erste Tor ist einfach nur ein beschissenes Glück, weil mein Spieler, vielleicht war das doch wieder Smalling, ich weiß es nicht, aber den Ball nicht wegspielt. Ich hab den ver... What? Jetzt kriege ich das Spiel aber noch abgezogen, weil angeblich meine Internetverbindung ist auf jeden Fall da. Die ist auf jeden Fall da. Ich sehe es am Handy, ich sehe es am Router, die ist da. Fuck you, EA. Ich meine, ich bin im Endeffekt froh darüber, dass es nur ein zwei, dass es in dem Spiel passiert, wo ich das 2-0 schon kassiert habe und die Wahrscheinlichkeit gegen den Gegner einfach absolut gering ist, dass ich das Ding nochmal drehe. Aber ich habe es probiert. Ich war dran. Ich hatte eine komplette Hälfte, um das Spiel zu drehen. Und jetzt klauen die mir noch ein Spiel. Was ist denn hier wieder los? Oder ist das immer noch dieser scheiß Bug, dass der Gegner, wenn er führt, einfach so abbrechen kann, dass es mir als Niederlage angerechnet wird und er dann halt den Sieg bekommt? Keine Ahnung. Ich mache jetzt noch ein Spiel und werde dann wahrscheinlich nach dem Spiel, ja, nicht noch eins machen heute und die restlichen
10 Spiele dann Sonntag. Es würde mich nicht wundern, wenn es die schlechteste Weekend League von mir wird und ich hier nur Gold 3 oder sowas erreiche. Wenn überhaupt, und ich auf jeden Fall unter den 13 Siegen bleibe, was Gold 2 wäre, aber Minimum für Gold 2. Ich meine, dafür muss ich jetzt, glaube ich, aus 11 Spielen noch 6 Spiele gewinnen. Das, ja, herzlichen Glückwunsch. So, konzentrieren, das ist alles egal, das ist alles egal. Wenn ich jetzt jedes Spiel gewinne, dann habe ich Elite 3 geschafft. Also, ich gewinne jetzt einfach jedes Spiel. Scheiß drauf. Jedes Spiel gewinnen. DV, helf mir. Immerhin nicht so ein Übergegner mit so einer merkwürdigen Formation. Wobei eigentlich ist diese Dreierkettenformation gar nicht so schlecht. Wenn der Gegner, den ich nicht ultra gut spiele, dann kommt man eigentlich recht gut durch. Noch einen Tick mehr aufziehen. Habe auch gehofft, dass er erst noch einen Schritt läuft, bevor der abzieht. Doppelt schade. Das meine ich halt. Das meine ich. Das war wieder so eine Situation. Der Gegner bleibt dann halt einfach im Ballbesitz. Läuft ganz normal weiter, bleibt halt im Ballbesitz. Und ja, kriegt halt die zweite Chance da easy. Und ich, bei mir ist es halt nicht so. War so eine typische zweite Ballsituation, wo der Gegner einfach scheiße weiterläuft. Geil gemacht von Defoe. Und den Ball sich wieder erarbeitet. Und was heißt erarbeitet? Er arbeitet sich ja meistens gar nicht. Er läuft ihn sich ja einfach. Oder was heißt erlaufen? Er läuft ihn ja auch nicht. Er macht ja nichts, er hat einfach nur Glück. Und bei mir ist nicht der Fall. Es war gerade eine Flanke wieder mal. Er macht halt eine flache. Geil. Der Pass sollte nicht auf TV gehen, das mal so nebenbei. Ah, knapp. Aber das haben wir gut gemacht von Smalling. So ein Ding darf Coutinho halt auch gerne mal reinmachen. Ich muss es halt direkt abnehmen. Weil er wahrscheinlich sonst. Okay, wenn das so sein normaler Schuss ist, dann wird das nichts, weil Distanzschuss, starker Rechter. What? Also ich weiß, er hat mega geile Schusskraft, mega krassen Distanzschuss. Er hat das Attribut Distanzschütze und haut so ein Ding raus. Hat sich auch richtig scheiße angefühlt, wie wenn man mit einem schwachen Fuß, der zwei Sterne hat, schießt. Boah, da haben wir Glück, dass Smalling den Ball spielt, ey. Das war knapp, das hätte auch ins Auge gehen können. Also, meine Fresse, ey. War aber auch gut rausgespielt. Oh, wird das mal wieder Zeit. Sterling ist echt nicht schlecht, ey. Und das mit dem schwachen Linken, meine, so nebenbei. Und ich habe weder auf Schlenzen noch auf Flachschießen gedrückt. Ich habe immer noch auf Schießen gedrückt. Und der schlenzt ihn selber flach ins Lange. Meine Herren, ey. Es wurde aber auch sowas von Zeit. Fühlt sich das gut an. Es ist noch lange nicht durch, das Spiel, aber wenigstens mal wieder ein schönes Tor. Und das Geile ist, dass jeder Spieler genauso angespielt werden sollte.
Was spielt denn der Gegner für eine Aufstellung? Ich habe das Gefühl, ich komme besonders gut gegen die klar. Oh, danke. Oh, ich wollte eigentlich schon passen. Muss er natürlich in irgendeine Ecke ziehen, den Schuss, aber erstmal ein schöner Schuss wieder. Das macht De La Fee gut. Oh, hätte ich nicht direkt nochmal weiterleiten sollen. Schöne Grätsche von Smalling. Er war zu riskant, der Pass. Mist. Der Pass war zu riskant. Fuck. Das hätte ich nicht machen dürfen. Also der Gegenangriff, der Freistoß ist meine Schuld. Es ist so krass, wie schlecht die Freistöße sind im FIFA 17. Es ist so schlecht programmiert, was einfach keinen Sinn macht, dass selbst die guten Freistoßschützen wie halt ein Reus oder irgendein anderer, die es drauf haben, dass selbst mit denen, es ist so ultra schwer, Freistöße reinzubringen. Und die Tutorials auf YouTube kann man auch vergessen. Das kann man halt genauso machen. Und das ist halt trotzdem nicht relevant. Und selbst bei guten Spielern, bei wirklich guten YouTubern, habe ich nicht gesehen, dass die in irgendeiner Regelmäßigkeit mit guten Freistoßschützen, oh, das war schlechte Schussdeutung von mir, mit guten Freistoßschützen das Ganze häufig schaffen würden. Also meiner Meinung nach schaffen die das. Die schaffen es natürlich häufiger als ich, aber ich probiere es ja auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber meiner Meinung nach, also was ich gesehen habe zumindest bisher, schaffen die das auch nicht oft. Defoe, inform Defoe, inform Defoe, inform Defoe, 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 Defoe. Ich mag auch seinen Namen, muss ich sagen, merkt ihr vielleicht gerade, inform Defoe. Nice, das ist doch mal ein geiler Abschluss gewesen. Direktabnahme, schwacher Linker, einfach mal ins kurze Eck geschossen. Geiler Abschluss und er hat sich halt auch gut positioniert. Wer weiß, wie Lukaku wieder rumgeeiert wäre und am Ende wäre sein Schuss wieder geblockt worden. Nice. Hier, den nimmt er quasi so Dropkick-Volley-mäßig. Also das ist schon ein sehr, sehr schwerer Abschluss. Sehr geil. Genau das habe ich erwartet von ihm, dass er solche Dinger macht. Zauber, schönes Zaubertor. Und Lukaku hat echt wenige Zaubertore gemacht. Ich weiß noch, das eine hat er mal gemacht mit seinem steigen Linken, als er den so auch direktmäßig ins lange Eck geschossen hat. Das war schon krass, aber... So, wir führen 2-0. Wir müssen eigentlich Reus und Dembele nicht zurückhalten, weil wir ja sowieso die Team-Fitness-Karten nehmen. Da werden die ja sowieso alle regeneriert. Das ist also eigentlich, wäre Schwachsinn, die jetzt auf der Bank zu lassen. Nur weil wir 2-0 führen. Gegner hatte ja auch Reus im Team, von daher passt das schon. Und ich glaube, die Vorlage kam wieder von Sterling. Macht hier also das Tor und die Vorlage in einer Halbzeit, zwei Scorerpunkte. Ich habe ja gesagt, Sterling ist echt nicht schlecht. Obwohl mir seine... Kommt kein Spieler. Oh, ist ein Klick. Obwohl mir seine drei Sterne auf den schwachen Fuß nicht so gefallen. Ich glaube, zum Passen mal mit links reicht die schon. Und hat ja auch mit dem schwachen Linken hier das Tor gemacht. Oh, Fernandinho nimmt den Ball nochmal mit, statt zu passen. Ich hatte noch passen gedrückt. Das ist einfach ein Stellungsfehler. Von Shaw, ich weiß auch nicht, warum er den macht. Immer so geil, wie viel besser man mit
Schade. An dem einen Spieler war ich vorbei, aber da mache ich leider noch einen Spieler. Das wird auch ziemlich aggro, also wenn er jetzt nicht noch irgendein ganz merkwürdiges Tor schießt, soll ja nichts mehr anbrennen, der Spieler ist auch einfach nicht mehr gut genug. Boah, ich hoffe echt, dass ich wenigstens noch Gold 1 schaffe, ey. 11 Siege brauche ich dafür. So wie es bisher läuft, spricht eigentlich überhaupt gar nichts dafür. Schade. Also nicht, wie es in dem Spiel läuft, sondern... Ich meine, vielleicht ist ja auch die Form der Heilsbringer, den ich... Oh. Gut gemacht, aber das war schlecht. Er hätte einfach weiterlaufen sollen. Dann ist der Feuer auch einfach der Heilsbringer, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Schwacher Pass von... Schwacher Pass von Reus, der Sean Schwulitäten bringt, wodurch er dann halt... da den Ballverlust hinnehmen muss. Mann. Ich sage ja, es hat da keinen Bock mehr. Schöne Grätsche. Durch die ganzen Frustgrätschen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wann sich Grätschen manchmal anbieten, habe ich das Gefühl. Also. Ja. Ich denke, ich grätsche jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen mehr, also auch ohne Frust. Ja, weil ich das Gefühl habe, da gibt es echt ein paar Situationen. Oh, das war schlecht von mir gespielt. Das war wieder schlecht vom Gegner. Das war einfach ein merkwürdiger Pass. Das war wieder schlecht vom Gegner. Ich müsste mal das 3-0 machen. Ich müsste mal wenigstens noch ein paar Abschlüsse hinbekommen. Ich müsste das mal besser ausspielen. Ich passe mich schon wieder an das Niveau des Gegners an. Der Gegner spielt jetzt schlecht, macht Fehler und... Ich mach's ihm nach und ja, es hätte jetzt halt locker wieder mal das 1-2 sein können. Dann wird das Spiel halt total unnötig spannend, wie ich finde. Danke. Danke. Ja, hier, genau das meine ich. Gegner spielt. Krass, dass Butlern den hält. Hätte ich eigentlich gedacht, die macht vor jetzt auch rein. Also, schade. Schade, schade. Aber ist okay. Wir führen 2-0. Ich will mal nicht übereifrig werden. Muss ich vielleicht auch noch besser schießen? Muss ich vielleicht auch flach oder so schießen? Also, da gibt es ja leider noch Möglichkeiten. Aber eigentlich erwarte ich auch, wenn ich ehrlich bin, von einem Abschlusskünstler wie DV, den muss man, dass er den einfach macht. Ich meine, er war ja auch ein Tick leicht. Er war nicht super leicht, aber er war leichter als... Ich versuche es einfach zu kompliziert dann in die Mitte rein. Verdammt nochmal. Ja, der Abschluss war leichter als der, den er schon reingemacht hat. Ah, ich muss mir einfach vorwerfen, dass ich total schlecht ausspiele und hier nicht das 3-0 mache. Also das ja, ist einfach schwach. Ich glaube, mit Dembele haben wir noch gar nicht gespielt. Ach, schon wieder so ein scheiß Tunnel, ey. Muss ich es halt dann wieder direkt passen, darf den Ball nicht erst annehmen.
Sollte natürlich nicht auf den Spieler gehen, sollte, denke ich, klar sein. Och, ich glaube, den hätte der Foul gemacht. Schade. Aber das war wenigstens mal wieder ein gut ausgespielter Angriff, ne? Nee, hat so eine enge Ballführung, was der mich schon ausgedribbelt hat, das gibt's gar nicht. Verdienter Sieg, aber ich bin nicht zufrieden. Ich hätte das besser ausspielen müssen. Definitiv. So, mach jetzt noch eine Aufnahme oder. Ach, ist mein Handy wieder mal runtergefallen. Fuck, Mann, ich wollte auf die Uhr gucken. Mach jetzt noch eine Aufnahme oder nicht? Ich glaube, ich mache noch eine, weil das erste Spiel so kurz war. Ich finde jetzt mein Ladekabel hingefallen. Hier. Und ja, ich habe Bock nochmal ein bisschen Default zu testen. Ja, das war doch mal ein angenehmes Spiel und Default hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt. So, Moment mal, hat jetzt Sterling die zwei Scorerpunkte gemacht? Default, Sterling macht eine Vorlage und, Quatsch, ein Tor und eine Vorlage, ja genau. Coutinho macht die andere Vorlage. Das ist doch mal schön, dass der auch wieder was gemacht hat. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben, euer Paxis. Und ich weiß, es klingt total merkwürdig, aber ich hoffe, dass ich wenigstens noch drei Siege aus den letzten 10 Spielen hole, weil dann habe ich meinen Gold 3 erreicht. Aber so wie es momentan läuft, wie gesagt, das ist halt echt schwer. Aber TV, guten Job gemacht. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.